Eigentlich ja. Uneigentlich ist es so, dass... Okay. Das war okay. Sehr interessant. Was? Und anstrengend. Gespräch. Ah. Wir haben ja gerade mit Vin gesprochen, dass sie einen auf Jesus gemacht hat. Jetzt hat sie wirklich einen auf Jesus gemacht. Sie hat die komplette Gruppe wiederbelebt. Wow. Ey, das ist nett. So. Das ist gut. Was war das? Habt ihr den Geist heraufbeschworen? Ich habe den Geist gerufen, der mir Kraft gibt, damit er uns hilft. Ich hatte nicht erwartet, dass es mich so auslaugen würde. Es schien mir eine gute Idee zu sein. Etwas überstürzt vielleicht. Es könnte den Geist ein wenig geschwächt haben. Ihr könntet dabei also sterben? Nun, das ist zumindest vorstellbar. Ich sollte es wohl nicht unbedingt dazu benutzen, Kindergeburtstage zu unterhalten. Definitiv. Seid ihr sicher, dass ihr die Kontrolle habt über dieses Ding? Es ist kein Dämon, den man kontrollieren muss. Angst ist wirklich völlig unangebracht. Ich werde vorsichtig sein, versprochen. Und danke. Ich weiß eure Besorgnis zu schätzen. So, jetzt ist das Gespräch beendet. Und jetzt looten wir wieder etwas. Direkt nach dem Gespräch? Nein. Ich bin nicht im Direkt Gespräch. Direkt nach. Jetzt looten wir. Ja, weil der Kampf zu Ende ist. So, was hat denn der Omega für uns? Einen Diamant und einen Rubin. Lässt sich gut verkaufen? Keine Ahnung. Die Edelsteinpreise in Ferelden kenne ich leider nicht aus dem Kopf. Habe ich auch nicht erwartet. Ob es teurer ist oder gar nichts bringt. Wie schon gesagt, das ist immer unterschiedlich. So, Hörlock 1, was hast du? Geld. Geld. Noch mehr Geld. Und wieder Geld. Sehr schön. Eine Elfenwurzel. Yay. So. Wie ihr meint. Ab ins nächste Gebiet. Welches? Zwerge? Nein. Die Karawane. Und jetzt habe ich einen Ohrwurm. Warum? Wovon? Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Oh, das ist... Oh, oh. Oh, oh, Kampf? Genlocks. Was ist das? Sehr viele Genlocks. Dunkle Brut. Oh. Untere Stufe der dunklen Brut. Dunkle Brut. Mach's fertig. Ich werde es tun. Okay. Wir sind gestorben. Nee. Sehr schön. Verteidige alle? Doch. Nein. So. So leicht kommst du mir nicht davon. Ich werde es tun. Na schön. Kämpfen wir. Na komm schon. Mein fertig macht sie fertig. So. Und noch einmal so, sehr schön. Du sollst sterben. Geht doch. Alle down? Oh, ja. Jawohl. Das sind vielleicht Verletzungen. Alistair, du Mimose. Stratzt doch nicht so durch die Gegend. Betrachtet so. Es als Genlock-Gesandter, was hast du für uns? Todeswurzelextrakt. So, sehr schön, das hat ja überhaupt kein Genlock bei sich. Geld. Da oben ist eine Todeswurzel. Der Weg zurück, okay. Zerbrochene Kiste. Mit Geld drin. Genlock Alpha. Wundumschlag und Geld. Wundumschlag, sehr schön. War's das hier? Eine Kiste? Kisten sind gut. Wird mir
Ja, mit einem tiefen Pilz drin. Hat er irgendwelche speziellen Effekte? Der wird für Alchemie verwendet. So, warte mal kurz. Journal. Anschlagtafel, Karawane Not. Dunkelbrut entlang der Handelsroute beseitigt, aber die Händler der Grenzkarawane waren bereits tot. Kehre mit dieser schlechten Nachricht zum Kirchengremium zurück. Okay, ich tendiere dazu, dass wir zum Vosgipfelgebirge hinstratzen. Und da mal anfangen mit der Quest. Noch ein Kampf, yay. Ist ja nicht so, dass wir heute schon 4 oder 5 Kämpfe hinter uns haben. Gegen Dunkel. Hey, aber wenigstens keine Wölfe mehr, die permanent kommen und ja, aus dem Nichts und ja. Bären! So. So. Sehr schön, der Gesandte auf den mit Gebüll. Da kommt schon. So, der nächste. Irgendwie ist es gemein, wir gehen zu viert auf einen los. Na komm schon. Alles noch da, oder? Also von uns. So, nein. Nein, es ist keiner down. Okay. So, jetzt werden Fallen entschärft. Okay, das waren Gegner. Fallen entschärfen. So, Fallen entschärfen bringt uns ein wenig Erfahrungspunkte. Was auch immer ihr wünscht. 30 Stück sogar. Und hier sind 10 oder 12 Tellereisen. Was? Tellereisen? Erledigt. Tellereisen. Was ist das? Wozu? Bärenfallen. Bärenfallen. Oh. Aber gern. Es ist eine Falle. Ah. Ein Tellereisen ist einfach nur eine Bärenfalle. Für Bären? Warum für... Wird erledigt. Es ist ein... Kennst du Bärenfallen nicht? Diese zähnigen Dinger, die das auf dem Boden liegen. Nam, 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 oder? Ja, man nennt sie auch Tellereisen. Umgangssprachlich Bärenfallen. Man tritt da rein und man bleibt da drin stecken für eine Zeit lang, bis man da rausgeholt wird. Wie wird man da eigentlich rausgeholt? Indem man die Bärenfalle entschärft, also öffnet. So. Und ja, das ist sehr schmerzhaft, wenn man in so einen Teil drin steckt. Woher weißt du das? Ich sehe es immer in Filmen. Vor allem eben deswegen, weil wenn ein Mensch da reingeht, da kommt er da einfach nicht raus, egal wie viel er zieht oder so. Oder bei The Walking Dead Season 1 beim Spiel war das ja auch... Nee, Season 2. Ich werde es tun. Ich spoiler nicht. Aber gerne. Aber da war auch... Also nicht bei uns. Und egal wo, in Film oder sonst was, wo ich das sehe, ist es dann immer ziemlich schmerzhaft und man kommt da halt eben nicht schnell raus. Aber meistens ist es auch der Fall, dass man nicht sieht, wie die da wieder rauskommen. Was auch immer. Wenn sie rauskommen. Das Tellereisen wird einfach geöffnet. Beziehungsweise das Bein wird abgetrennt. Aua! Ja. Also in sehr schweren Fällen, wenn zum Beispiel Zombies angestratzt kommen und man die Horden nicht bewältigen kann. Zwinker, zwinker. Kann man das nicht anders machen? Irgendwie so Schlüssel oder so noch da dran? Irgendwie. Nein, es ist kein Schlüssel dran, es ist gar nichts dran. Scheiße. Aua. Nein, schon Bärenfalle. Unterwegs? Scheiße, würde stinken. Haha, ja. Okay. Hast mich erwischt. Oh, oh. Hm? Kopfgeldjäger. Das ist... Hallöchen, Leute. Wir kennen gar keine Wächter vorbei. Logan schickt euch... Kopfgeldjäger. Auf uns ist ein Kopfgeld. Das ist schlecht. Das ist gut für uns. Laufende Erfahrungspunkte. Aber er ist hinter uns her. Nicht. Das ist in dem Fall scheißegal. Okay.
Gut, los geht's! Ja, so beim Erbauer! Oh, gut. So. Es sind einfach nur laufende Erfahrungspunkte für uns. Warum? Wir sind der motherfucking graue Wächter vom Dienst. Uns kann nicht so schnell was umlocken. Sonst wird uns ja der Obermods von Ferelden, der derzeitige Obermods, ja nicht jedes Mal irgendwelche Kopfgeldjäger auf den Hals setzen. So habe ich es gar nicht gesehen. So, wo kommen wir hier hin? Auf einen Marktplatz, yay. Und wir haben einen Kopfgeldjäger nicht gelootet. Looten und leveln, das finde ich toll. Die haben bestimmt viel drauf, oder? Also bei sich. Nein. Nein? Und das Looten und Leveln war einfach nur... Die meisten Händler dürfen Orsamar nicht betreten. Also lagern sie nur in der Nähe der Tore. Genau. Da oben gilt keinerlei Gesetz, sagt man. So, hier ist ja der Deserteur Tornas. Gibt es irgendein Problem? Gespräch? Ja, ich bin im Namen der Blackstone-Freisteller hier. Worum geht es? Ich bin hier, um euch für eure Desertion festzunehmen. Ich habe befürchtet, dass dies geschieht, aber ich hatte gehofft, dass nicht ihr mich aufsuchen würdet. Ich habe keine Wahl. Vergebt mir, Wächter, aber ich kann nicht mit euch zurückkehren. Schade. Schade, schade, denn es gibt Kaffee und Kuchen. Ja, die eine Quest besagt, dass hier ein paar Deserteure rumstreifen. Von einer ganz bestimmten Gruppierung, für die wir mitarbeiten und ein bisschen Geld verdienen. Ach so. Und mehr ist es nicht. So, okay. So. Alistair, das schaffst du alleine. So. Und? Sehr schön. Ein zwielichtiger Gauner zum Ausnehmen. So, sehr schön. Ein Zwerg. Ich habe Verträge. Sie können uns nicht einfach so ausschließen. Okay. Mhm. Der Kerl hier sieht wichtig aus. Farin. Kann ich euch für etwas begeistern? Ich habe die beste Auswahl an gebrauchten Rüstungen und Waffen diesseits von Val Royeau. Gebraucht. Warum sollte man Wucherpreise für neue Ausrüstung bezahlen, wenn man fast neue Ware viel, viel billiger bekommen kann? Woher habt ihr diese fast neuen Rüstungen? Ach, von hier und da. Aber das ist ja auch unwichtig. Das Entscheidende ist, dass sie billig sind. Und ebenso gut wie die Arbeiten, die man in einer Schmiede bekommt. Okay. Lass mal sehen. Natürlich. Und vergesst nicht, dass ihr auf jedes Stück Farins lebenslange 24-Stunden-Garantie bekommt. Okay. Ein neuer Händler. Sehr schön. So. Ein paar Rezepte, 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 Elfenwurzeln, her damit. So, Elfenwurzeln sind sehr wichtig für uns, wegen, aus denen können wir Heiltränke, also Wundumschläge herstellen. Kunari. Okay. Plattenrüstung des Kommandanten? Jetzt sag mir nicht, dass das eine... vergleichen mit Alistair. Wo haben wir ihn da? So. Hier. Plattenrüstung des Kommandanten. Benötigt 39 Stärke. Okay, dafür muss... Alistair noch etwas aufsteigen. Oh, Bild einer Gänsemark. Das ist ein Geschenk für Stan. Außergewöhnlicher Topaz. Das ist für...
Shale ganz gut geeignet. So, an der Stelle so Farin. Okay. Oh, Klatschmaul. Was ist das? Es war wohl doch zu viel verlangt, darauf zu ein Klatschmaul. Was ist das? Ein Klatschmaul. Eine Petze. Oh. Ochi, hast du schon gehört? Leliana ist mit uns liiert. Ja, sowas zum Beispiel. Okay. So. Das ist ein Klatschmaul. Was, oh, Shira Starek. Was kann ich für euch tun? Ich habe eine Nachricht von eurem Meister. Das wird interessant sein. Welch ein Stil. Der Mann ist wahrhaftig ein Gelehrter und Rhetoriker. Von einem solchen Mann seiner Pflichten enthoben zu werden, ist eine Ehre. Einen schönen Tag noch. Ah, ja. Quest aktualisiert. Welche Quest wurde aktualisiert? Entlassungsschreiben. Finde die 4 bleibenden Schüler und gib jeden von ihnen ein Entlassungsschreiben. 2 von ihnen sind in Denerim. Der 3. beschafft ein selteneres Objekt aus Orsamar. So. Aaron, okay, noch ein Händler. Oh, ihr wolltet mit mir sprechen? Ich bin Händler da. War nicht sehr höflich, dass jemand mit so viel Waffen einen unbedeutenden Händler überhaupt bemerkt. Habt ihr eure Kaste verloren, als ihr Orsamar verlassen habt? Es geht euch zwar nichts an, aber ich wurde wie mein Vater an der Oberfläche geboren. Wir hatten nie eine Kaste, die wir verlieren könnten. Die Versammlung sagt, wir hätten dem Stein den Rücken gekehrt. Aber unsere Ware nehmen sie uns trotzdem ab. Heuchler, allesamt. Das ist nicht richtig. Jemand sollte etwas dagegen unternehmen. Vielleicht wird es anders, bis meine Kinder erwachsen sind. War die jemals zweimal jährlich. Ich habe nur einen Stand im Ständeviertel. Aber ich bekomme genug damit. Es ist sehr in sich abgeschlossen. Mein Großvater sagt, ich hätte das Gefühl für den Stein verloren. Ich wurde oben geboren und erinnere mich nicht, es je gehabt zu haben. Okay. Schon gut, ich sollte dann jetzt gehen. Dann viel Glück. Danke. So. Oberflächerzwerg, Oberflächerzwerg, Farin. Orsamar-Wache und ein paar Kommandanten, okay. König Loghain wird nicht... Viata! Dieses Land wird von den unabhängigen Zwergenkönigen verwaltet. Ich kann euch derzeit den Zutritt nicht gewähren. Gespräch. Hm. König Loghain verlangt die Unterstützung der Dashiers oder Lords oder wie die in eurer Versammlung eben heißen. Ich bin sein offizieller Bote. Ihr könnt auch der Fußabstreifer des Königs sein. Nach Orsamar kommen bis zur Klärung der Thronnachfolge nur die von unserer Art. Ich habe wichtige Geschäfte in Orsamar. Keine wichtigeren als die meinen. Eure Geschäfte müssen warten. Orsamar will keinen Einfluss von außen, bis die Thronfolge geregelt ist. Keiner darf hinein. Okay. Ich wurde in Orsamar geboren. Lasst mich vorbei. Jeder Zwerg, der sich für die Oberfläche entscheidet, schließt sich damit selbst aus. Ihr solltet keinen niemand passieren lassen, wenn ihr Logans Boten zurückweist. Moment. Seht mich mal an. Ihr seid der Markling, der das Tornai entehrt hat. Ihr wisst wohl noch nichts von unserer Tragödie. Orsamar hat keinen König. Endrin Idukin ist vor 3 Wochen aus Trauer über den Verlust seiner Söhne zum Stein zurückgekehrt. Die Versammlung konnte sich auch nach einem Dutzend Wahlgängen nicht über einen Nachfolger einigen. Wenn das nicht bald geklärt wird, droht uns ein Bürgerkrieg. Ich bin ein grauer Wächter. Dieser Vertrag verpflichtet Orsamar dazu, mich zu unterstützen. Die Wächter haben König Kaelin getötet und Ferelden beinahe in den Untergang getrieben. Sie sind erklärte Feinde von König Loghain. Nun, das ist das königliche Siegel. Nur die Versammlung darf es brechen. Grauer Wächter, ihr könnt passieren. Ihr lasst einen Verräter passieren? Wie habt ihr ihn genannt? Dreckiger Markling? Ich verlange im Namen von König Loghain, dass ihr diesen Fleck auf Fereldens Ehre hinrichtet. Lauft zu eurem falschen König. Die Zwerge werden ihn heute nicht anhören. Ihr werdet noch von mir hören. König Loghain wird euch 4 teilen lassen. Yay, wir werden 4 geteilt. Ihr könnt Orsamar betreten, Trauerwächter.
Obgleich ich nicht weiß, ob ihr dort Hilfe finden werdet. So, jetzt geht es nach Orsama, oder eher gesagt im nächsten Part, wenn der Ladebildschirm beendet ist. Sehr schön. So, wir sind hier in der großen Halle. So. Was für eine Quest? Ich suche nach Seneschal Bennett. Okay, mit Lord zur Sammlung sprechen. Orsama liegt in Chaos, bla bla bla. So. Ten. An der Stelle beende ich den Part für heute. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschaußen. Ich beende den Part. Oh. Ich hab vorher verfallen. Sorry. Ja, okay. Hat Spaß gemacht, da zu sein. Ich warte eigentlich noch auf ein Tschüss von dir. Dankeschön, dass ich da war. Und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Und tschüss. Schaltet bei Chris' nächsten Part auch wieder ein.